So, meine lieben Sportsfreunde, da bin ich wieder auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und wir kommen zum letzten und dritten europäischen Video diese Woche. Und zwar meine Prognose zum Achtelfinale der Europa League Hinspiele. Ja? Und dort geht es am Donnerstag um 18.45 Uhr los mit der Begegnung Union Berlin gegen Saint-Gilles, die Belgier. Und was uns bekannt ist, beide trafen schon mal aufeinander in der Gruppenphase. Dort hat Union 1-0 in Belgien gewonnen. Und Saint-Gilles hat 1-0 bei Union gewonnen. Ne? Also sehr ausgeglichen. Und man sieht, die Unioner jetzt ein bisschen schwächeln. Die haben jetzt zweimal zu Hause 0-0 in der Bundesliga gespielt gegen schwächere Teams. Ja? Und zwar gegen Schalke und Köln. Und ich muss sagen, die Belgier sind nicht zu unterschätzen. Die sind weiterhin gut drauf nach ihrer hervorragenden Sensationssaison. Und ich denke, beide werden treffen in diesem Duell. Ist eine 1,95er. Und sage, das wird zwar ein Union-Sieg an der alten Fürsterei, denn Union sieht jetzt, dass um die deutsche Meisterschaft doch ein bisschen Kraft und Erfahrung fehlt. Aber im Pokal kann man zumindest im Viertelfinale um das Halbfinale kämpfen. Und das wird zwar ein ausgeglichenes Duell und ich denke, die Belgier werden versuchen, ein gutes Resultat rauszuholen, weil in Belgien dann natürlich auch viel möglich ist. Trotz allem sage ich, Union besiegt Saint-Gilles 2:1, ist eine 1,60er Heimsiegquote auf Union. Leverkusen gegen Ferencváros. Ja, Ferencváros, ein sehr traditionelles Team aus Ungarn, Serienmeister. Trotz allem ist Leverkusen zu Hause natürlich in so einem europäischen Spiel eine Nummer für sich. Und ich sage, Leverkusen wird nach dem 4:1 gegen Hertha Ferencváros zu Hause besiegen. Aber Ferencváros wird auch treffen. Auch hier meiner Meinung nach beide treffen 1,90er. 0-1 Handicap 1 ist eine 1,80er auf Leverkusen. Leverkusen gewinnt 3:1. Dann sind wir bei Sporting gegen Arsenal. Und Arsenal hat jetzt die letzte Begegnung nach 0-2 gedreht gegen Bournemouth und 3-2 gewonnen. Trotz allem Sporting zu Hause sehr, sehr stark und europäisch auch sehr, sehr erfahren. Und ich denke, Arsenal muss jetzt viele Körner in die Premier League reinstecken, dass sie dort um die Meisterschaft dranbleiben bis zum Schluss. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen in diesem Auswärtsspiel, europäischen Auswärtsspiel bei Sporting. Meiner Meinung nach wird hier Sporting Lissabon, Arsenal London nicht nur besiegen, sondern sich ein sehr gutes Hinspielresultat erarbeiten für das Rückspiel in London. Und wenn Arsenal weiterkommen sollte oder will, müssen sie zu Hause ein hervorragendes Spiel liefern. Ja, ich sage, Sporting Lissabon besiegt Arsenal London mit einem 2:0. Das ist ein 0-1 Handicap, 1 Sieg auf Sporting mit einer 6,20er Quote. Heimsiegquote ist eine 3,60er, 1x eine 1,75er. Kann man auf jeden Fall easy locker drauf gehen, denn diese 1,75er ist eine sehr lukrative Quote, meine lieben Sportsfreunde, auf 1x. Ja? Sporting wird zu Hause definitiv nicht verlieren gegen Arsenal. Dann sind wir beim Duell Roma gegen San Sebastian. Und wir wissen, Mourinho, der alte Fuchs, hat mit der Roma die Conference League gewonnen. Jetzt will er die Europa League gewinnen. Und man muss sagen, die Chancen stehen auch ziemlich gut. Ne? Die treffen aber im Achtelfinale auf eine sehr gute spanische Mannschaft, die auf den Champions League-Rängen in Spanien steht, in der La Liga San Sebastian. Ne? Und Rom, 21 Uhr Spiel, nee, das wird noch ein 18:45 Spiel sein, aber ein europäisches Spiel. Sind schon die Chancen gegeben, auch San Sebastian besiegen zu können. Und ich habe hier zwischen einem 2:1 und 1:1 so in dieser Richtung meine zwei Resultate stehen und sage, ja, 1:1, x ist eine 3,20er, aber ich sage, die Roma wird dann doch mit Mourinho das eine Tor im Hinspiel zumindest besser sein in Rom. Ja, haben auch jetzt Juve mit 1:0 besiegt. Und werden gegen San Sebastian mit 2:1 am Ende gewinnen. Ist für mich eine über 2,5 Partie mit einer 2,30er. Und auf Heimsieg Rom ist 2,10. Ja? Sollte das Spiel 1:1 ausgehen, vergisst mich nicht, dass ich darüber berichtet habe. Nein, man muss sich immer festsetzen auf ein Ding. Und ich sage, im europäischen Heimspiel wird Mourinho das Ding 2:1 machen. Und dann wird es zu einer unfassbaren Schlacht
im Rückspiel in San Sebastian kommen. Dann sind wir bei den 21 Uhr Spielen. FC Sevilla gegen Fenerbahce. Und FC Sevilla, auch wenn sie in der La Liga unten drin stecken, sind sie europäisch ein unfassbar erfahrenes Team. In den letzten 18 Jahren haben sie sechsmal die Europa League, haben sie sechsmal die Europa League gewonnen. Ja? Und man muss hier bedenken, die sind unfassbar stark. Haben PSV Eindhoven 3:0 zu Hause besiegt. Und ich sage, Fenerbahce hat in Spanien keine Chance. Das wird zwischen einem 2:0 bis zu einem 3:1 so in die Richtung gehen. Sevilla auch hinten in den europäischen Spielen stark, trotz allem. Fenerbahce ist jetzt auch kein Durchlaufgegner, den du einfach so weghaust. In Istanbul wird sicherlich nochmal ein sehr schwieriges Spiel für Sevilla dann auf dem Programm stehen. Deswegen sage ich, wird Fenerbahce ein Tor in Spanien machen, aber drei kassieren. 3:1 Sevilla. Ist eine 1,57er Quote auf Heimsieg, 0,1 Handicap 1 ist eine 2,45er Quote. Dann sind wir bei Juventus gegen Freiburg und Juve hat sich in den letzten Duellen nicht mit Ruhm bekleckert. Haben nur 1:1 in der letzten europäischen Runde gegen Nantes zu Hause gespielt, dann haben sie auch zwei Tore gegen Turin kassiert, am Ende doch 4:2 gewonnen. Jetzt die Niederlage gegen AS Roma mit 0:1. Ja. Und Freiburg nicht zu unterschätzen. Und ich denke, Freiburg wird denen das Leben sehr, sehr schwer machen in Turin, ja, mit Grifo. Und ich sage hier 0:2 Handicap 2 ist eine 1,40er, dass Freiburg keineswegs mit zwei Toren Unterschied verlieren wird. X2 2,20er Quote und X ist eine 3,80er Quote und ich sage, dieses Spiel wird 0:0 ausgehen. Ja. Dann sind wir bei Manchester United gegen Betis und ManU in einer unfassbaren guten Verfassung, in einer unfassbar guten Form und plötzlich kassieren sie 7 Dinger von Liverpool und verlieren 0:7 gegen Liverpool. Ja, da wird jetzt natürlich eine Sofortreaktion erwartet in Manchester und da kommt das Heimspiel gelegen in der Europa League. Betis steht auch sehr gut da als Fünfter bzw. Sechster. So in dieser Region liegen sie in der La Liga. Aber das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel in Manchester. Manchester muss jetzt eine Gegenreaktion auf dieses 0:7 gegen Liverpool zeigen. Und das wird ein klar und deutlicher 2-3:0 Sieg von ManU gegen Betis. 0:2 Handicap 1 ist eine 3,60er. Eine Heimsiegquote auf ManU ist eine 1,42er. Ich sage hier, das 0:1 Handicap 1 ist eine 2,05er Quote, sehr stabil. Manchester United besiegt Betis Sevilla 3:0. Schachtar Donetsk gegen Feyenoord. Schachtar, die Ukrainer, richten ihre Heimspiele in Polen, in Warschau aus. Ja, sind dort schwer bespielbar. Feyenoord ist Erster, ja, beziehungsweise ganz oben in Holland. Ja, aber das wird ein schwieriges Unterfangen. Ja. Und ich sage, Schachtar Donetsk wird Feyenoord Rotterdam in Polen, ja, man kann sagen vor eigener Kulisse, mit sehr, sehr vielen ukrainischen Fans und Unterstützern 2:1 gewinnen, Freunde. Ist eine stabile 2,80er Quote. Und 1x, dass Schachtar gegen Feyenoord nicht verlieren wird, ist eine 1,55er Quote. Und man muss hier bedenken, dass Schachtar Donetsk in Warschau Renn 2:1 besiegt hat, gegen Real Madrid 1:1 gespielt hat in der Champions League und 1:1 gegen Celtic. Also in Warschau sind sie nicht zu unterschätzen und das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Feyenoord Rotterdam sein. So, meine lieben Sportskameraden, das war meine Prognose zum Achtelfinale in der Europa League. Ich bedanke mich für jeden Daumen hoch. Dankeschön für eure Unterstützung. Mein Name ist Maverick Berlin. Ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Gelsi-Maschine. Yeah.